Hallo zusammen, ich bin Michelle von Michelle's Cupcakes und das Friday Magazin hat mich angefragt, ob ich Lust hätte, Weihnachts-Decorated Biscuits zu machen. Ich fange da mit einem ganz klassischen amerikanischen Biscuit-Teig. Ich kann aber natürlich auch Mailänderli-Teig vom Migros oder vom Coop holen. Die Basis von einem Teig ist eigentlich immer Butter und Zucker. Und wir brauchen jetzt 225 Gramm Butter. Das Rezept, das wir heute machen, gibt euch etwa 30 grosse Cookies. Und dann nehmen wir auch 225 Gramm Zucker rein. Dann haben wir das zusammen. Und dann kommt das in den Mixer. Währenddem das schön rührt, können wir nämlich eine Mehlmischung vorbereiten. Das sind 375 Gramm Mehl. Halber Teelöffel Backpulver kommt noch rein. Immer schön gestrichen. Salz. Auch einen halben Teelöffel. Alles schön mixen, nicht zu lang. Wenn man will, könnte man jetzt auch noch ein bisschen Zitronenschale drin mischen. Unsere Eier sind ziemlich klein im Vergleich zu den amerikanischen, also nehme ich einfach zwei Eier. Sieht das super aus. Sieht das schön hell und weiß aus. Den Mixer wieder laufen lassen und ein Ei nach dem anderen tun. Eier sollte man nie alle miteinander rein tun. Wenn ihr alle miteinander rein tun, dann läuft der Teig davon. Nicht warten, bis alles aufgesogen hat. Dann auf kleiner Stufe und dann ganz langsam rein. Was mega wichtig ist, wenn man mit Mehl schafft, dass es immer am Schluss kommt. Dass, wenn man das Mehl rein tut, dass der Mixer nicht mehr zu lange drehen darf. Denn wenn ihr den Teigklumpen habt, kann man eine schöne Zellophanfolie einwickeln. Dann eben 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank lassen. Rausnehmen aus dem Kühlschrank. Und dann ist er eigentlich schön hart, dass er schön eben wird. Das sind so Hölzchen. Die kann man auch überall kaufen. Ich nehme dann den Teig. Ich nehme nicht alles auf einmal. Und durch das, dass wir die Hölzchen haben, wird der Teig schön gerade. Ich arbeite gerne mit grossen Sachen. Es ist lässiger, um nachher zu dekorieren. Nehmen wir mal den Tannenbaum. Stechen den aus. Dann haben wir noch einen Stern. Das sind so Bambusstäckchen, eigentlich so Grillspiessen. Und dann stecken wir die einfach so rein. Das kommt jetzt in den Ofen, 10 Minuten ca. bei 175 Grad Umluft. Jetzt können wir das Wichtigste machen, und zwar den Zuckerguss. Dann geht es zuerst darum, dass man die Eier sauber aufschlägt. Eigelb brauchen wir eigentlich nicht. Ich lege jetzt ab 900 Gramm Puderzucker. 1 Teelöffel Zitronensaft. Ich habe 4 Eier genommen. Wenn ihr grosse Eier habt, nehmt 2. Eiweiß. Dann das Ganze 3. Zitronensaft. Wenn das so eine einheitliche Masse ist, tut man immer mehr und mehr und mehr Puderzucker rein. Das hat jetzt eigentlich ausgesehen, oder? Es sollte nicht vom Löffel sofort gehen, nur langsam. Jetzt kommen wir zum lässigen Teil, zum Dekorieren. Yay, das sind die fertigen Guetzli. Wir nehmen 2 Löffel. Dann noch 4 Screen. Ich brauche Gel Paste. Schnell nochmal eine Ladung rein. Und dann schneide ich hier den Zipfel weg. Dann wird man das so abdrücken. Ich fange hier an. Ich mache einen kleinen Punkt. Und ziehe einfach den String. Das ist wie ein Faden. Punkt. Hier. Mach ein bisschen auf gut Glück. Eintunken. Yeah! Reinleeren. Die Kokosnuss grosszügig drauf. Und dann haben wir einen schönen weihnachtlichen weißen Kokosnuss-Weihnachtsstern. Nassen drin. Wenn ihr in der Mitte etwas kaschieren wollt, dann nehmt ihr einfach ein Perlchen drauf. Und so einfach ist es, einen Lolli zu machen aus einem Cookie.